Gefäße für den Atem der Kunstinteressierten. Mich interessiert es, Luft von außen reinzubringen und zu sammeln. Ich will, dass die Leute etwas von sich selber geben, sich für etwas anstrengen. Sei es für eine kollektive Sache oder für eine soziale, vielleicht gar für eine philosophische Sache. Der Besucher weiß noch nicht, wohin die Schläuche führen, aber er ahnt, dass seine Atemluft im oberen Lichtraum etwas bewirkt. Ein Kondensat von der ganzen Kunsthalle, die hier oben eigentlich gespeichert wird, in einem Raum, der sonst eigentlich leer ist, wo nur für Lichtsammeln eigentlich da ist. Und das, die Idee finde ich sehr schön umgesetzt. Breathing Light nennt Spitzer diesen Prozess. Ich glaube, Atmen verbindet das Innen und Außen des Körpers und in diesem Fall auch das Innen und Außen der Architektur. Des Rätsels Lösung wird via Kameras übertragen. Die Bilder aus dem Dachstock sind nach dem Pusten im unteren Ausstellungsraum zu sehen. Der Atem verdrängt das Licht. Je mehr sich die Ballone mit Luft füllen, desto weniger Licht fällt ins Gebäude ein. Dieser Mechanismus verändert das Erscheinungsbild der Installation fortlaufend. Spitzer denkt die Sache bereits zu Ende. Sie werden mich jetzt fragen, wie bringen Sie diese Ballone hier wieder raus? Das ist eine der interessantesten Fragen. Wie wird dieses Werk den Raum verlassen? Man könnte einfach die Luft gleich hier entweichen lassen. Aber ich möchte diese Luft mitnehmen, ohne sie zu verlieren. Die Atemluft des Berner Kunsthalle-Publikums wird vielleicht schon bald Teil einer nächsten Kunstaktion. Die Ausstellung The Selection zeigt die besten Arbeiten der Schweizer Berufsfotografen. Die Berufsfotografin bei der Arbeit. Judith Stadler fotografiert zusammen mit ihrem Partner André Uster Servicepersonal in einem Restaurant. Eine typische Auftragsarbeit. Alltag für Fotografinnen und Fotografen. Oft liegen aber Leidenschaft und Herzblut nicht beim Auftrag, sondern in den freien Arbeiten. Was natürlich anders ist, ist, da ist eine Auftragsarbeit und das ist natürlich auch ganz klar vorgegeben. Sie sagen, was sie wollen und wir konstruieren auf das eigentlich ein Bild. Also es ist nicht so, dass das Bild schon da ist und du das eben bei der Selection-Arbeit ist es eigentlich alles da gewesen, da hast du es wie können pflücken. Seitenblicke an Jet-Set-Partys. Judith Stadlers Beitrag im Selection-Wettbewerb. Über 500 Arbeiten wurden eingereicht. 20 davon für die Selection-Ausstellung ausgewählt. Darunter auch Judith Stadlers Arbeit Reich und Schön. Also alles ist es gang und gäbe, dass fotografiert wird. Und die Leute lassen sich auch gerne fotografieren. Und von dem her muss ich nichts verstecken. Ich bin dort, ich kann pflücken. Nein. Und ich bin auch relativ nahe auf den Leuten oben. Das sieht man, denke ich, die Bilder auch an. Von dem her merken die Leute, dass ich am Fotografieren bin. An der Vernissage vom letzten Freitag in Zürich auch der Fotograf Stefan Walter mit seiner Fotostrecke Virtual Killers. Momentaufnahmen aus einem Spielsalon.
Die Bilder verdanken ihre Faszination einem cleveren Trick. Ich habe nachher probiert, mit verschiedensten Mitteln umzusetzen, aber es hat einfach nie richtig funktioniert visuell. Und dann bin ich irgendwann mit sich, hey, das ist es, du musst es mit einer Infrarotkamera machen. Also natürlich eine Anlehnung an die ganzen Kriegsbilder, die man jetzt halt anlässlich vom Zweiten Golfkrieg gesehen hat. Das ist einfach auch sehr wichtig, dass man das auch mitbekommt. Weil sobald dass man normale Farben hat, lenkt das sehr stark ab. Also es wirkt nachher nicht so brutal. Für die Auswahl der Arbeiten verantwortlich war eine 7-köpfige Jury. Darunter auch die deutsche Fotografin und Autorin Herlinde Kölbl. Sie hat sich mehr Eindringlichkeit erhofft in dieser Fülle an Bildern. Ich würde mir wünschen, mehr Emotionen. Und zwar deshalb auch, weil das wieder Menschen berührt. Es gibt eine Bilderflut in unserer Welt, eine Bildermasse. Und die Bilder ähneln sich alle. Man blättert durch, es ist alles ähnlich. Man vergisst sie auch genauso schnell wieder, wie man sie gesehen hat. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass nur die Bilder haften bleiben, die in sich eine große Emotionalität haben, eine Kraft, eine Energie haben und eben etwas davon wieder auf den Betrachter überspringen. Und die werden bleiben, an die werden wir uns erinnern. Dann der Höhepunkt des Abends. Dadurch, dass er die Sieger des Magazin-Fotopreises für das Jahr 2002, Raphael Hefti. Der Sieger Raphael Hefti überzeugte die Jury mit seinen nachdenklich stimmenden Porträts von Parfümverkäuferinnen. Die Leute verkörpern eine gewisse Glamour-Welt, wo sie aber nie drin sind. Und das hat mich schon noch fasziniert am Anfang. Die müssen auch extrem unglücklich sein, also die schaffen es ja nie, also irgendwie mal ein Superstar zu werden oder so. Aber sie gehen mit dem ganz anders durch. Für die nächsten Wochen sind die Parfümverkäuferinnen von Raphael Hefti zumindest die Stars der Selection.